Haile Selassie. Ich denke mir immer, was ich als nächstes mache. Und wenn man das, was man da macht, ja, was ganz anderes. Es war einmal ein Frosch, der küsste eine Prinzessin und das wurde daraus hinterher. Und dieser Frosch hat mir gesagt, er wird nie wieder eine Prinzessin küssen. So sieht er jetzt aus, der arme Frosch. Vielleicht sollte ich einfach mal was ganz anderes, Neues, unglaublich Diffuses machen. Immer noch besser als gar nichts machen. Ich hab ich ja jetzt mal hier hingedingsbumst, um mal wieder 5 Minuten zu Rade brechen. Hatten wir ja vorhin schon mal. Facebook bin ich jetzt bei 4.500 Freunden. Oder 4.460. Ihr wollt schon eine ganze Menge. Also das Spiel ist jetzt bald vorbei. Also bei 5.000 ist ja das Spiel vorbei. Dann kann man nur zusehen, wie langsam Leute abwandern. Im Augenblick habe ich noch eine Zuwachsrate. Habe ein bisschen noch zurückgestellt, neue Anfragen. Weil ich muss jetzt mal abwarten, welche Anfragen nicht bearbeitet worden sind. Dass die vielleicht dann irgendwie mal auftauchen oder so. Aber das, keine Ahnung, das Leben nicht merkwürdig. Jetzt wurde es gerade wieder etwas kälter. Ich lausche gerade auf das Lauschen der Stille. Also die Stille hat so ein merkwürdiges Rauschen oder Dröhnen. Naja, okay, ich habe hier Zugverkehr, Straßen. Es ist irgend so ein Dröhnen. Manchmal kristallisiert sich aus dem Dröhnen dann ein Zug. Ein Güterzug oder so. Eigentlich kenne ich die Geräusche der Wohnung ziemlich gut. Warum ich jetzt die Kamera wieder mit ins Hochbett genommen habe und jetzt darauf spreche, weil ich ganzen Tag darüber nachgedacht habe, mal wieder irgendwas zu reden. Ich habe mir das vor mich schon hingesprochen. Zum Beispiel wollte ich über meine Vorstellung von Kunst, meine temporäre Kunstbeziehung, also zu dem Selbstschaffen von Kunst, die Ausdauer, die Zeit, die Veränderung, die Materialien, das ist schon wieder, das würde schon wieder mindestens eine halbe Stunde ergeben. Das Erklären, zum Beispiel Pigmente, welche Pigmente ich am liebsten mag, welche Farben ich am liebsten genommen habe, welche Techniken, wie die Techniken wirken, ja, das ist ganze Kunstrichtung, die Größe der Materialien, die Größe der Formate. Bei Bildern, Plastiken, Skulpturen. Dann ist ja noch das Schreiben, die Gedichte und das automatische Schreiben. Das sind alles Einzelphasen, die addiert mich ausgeben. Aber man kann sie nicht teilen. Ich bin jetzt schon wieder am Gucken. Wie kann ich das jetzt? Das hier ist etwas, was ich nicht veröffentlichen werde. Okay, habe die Ehre. Mein Name ist Franz. Und jetzt haben wir die.